Über 550 Kids, 52 Teams, 4 Disziplinen und Biathlon, 3 Altersklassen und der Hallen Kids Cup der LG Nord Berlin. Deutschlands schnellster Kinderleichtathletik-Mannschaftswettbewerb geht in die nächste Runde. Es war sehr schön und es haben sich auch wirklich alle angestrengt und keiner war halt irgendwie lahm oder hatte keine Lust, weil wir zusammenhalten und wir wollen auch alle erster Platz sein. In der Rudolf-Habich-Halle ist Hochbetrieb garantiert, denn bei dieser Ausgabe geht es wieder darum, welches Team die meisten Punkte sammelt. Nach der Begrüßung des Organisationsteams wetteifern die Kleinen zwischen 5 und 11 Jahren in den wichtigsten Basisbewegungen. Laufen, springen, werfen. Eine Biathlon-Staffel rundet das Programm ab. Ich finde es einfach besonders, dass man dann nicht immer auf sich allein gestellt ist und einfach viel mehr Spaß hat und einfach auch gelobt wird mehr. Es macht einfach viel mehr Spaß, einfach im Team zu arbeiten, als wenn man immer alleine irgendwie im Wettkampf läuft. Hier steht ganz klar, dass wir und nicht das Ich im Vordergrund. So treten in jeder Disziplin jeweils mehrere Teams gegeneinander an. Spannung und Schnelligkeit erlangt der Wettkampf durch jeden Durchgang, der nur 5 Minuten andauert. So müssen die Kids in kürzester Zeit alles aus sich herausholen und Vollgas geben. Mit der Unterstützung der Eltern, Geschwister und Trainer klappt das hervorragend. Wir waren ja auch verschiedene Mitglieder und der eine war schneller, der andere war langsamer, dafür konnte er langsamer besser werfen. Gerade im Leistungssport mit Wettkampfvergleich ist es schwierig, für gehörlose Menschen einen Zugang zu erhalten. So bietet die LG Nord Berlin für den Berliner Gehörlosensportverein 1900 einen Wettkampf der ganz besonderen Art. Hier werden Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Inklusion zusammengeführt, um die Förderung der sozialen Einbindung zu stärken und neue Freundschaften zu schließen. Denn Kinder verstehen sich auch ohne Worte. Und es ist einfach unglaublich, wie auch die anderen Mannschaften da mitmachen, weil klatschen hören die Gehörlosen nicht. Und dann wissen alle, sie müssen winken. Das ist immer so ein Gänsehausgefühl, das ist toll. Dass die Elemente bei allen Berliner Leichtathletikvereinen bereits länger auf dem Trainingsplan stehen, lässt sich an den Ergebnissen sehen. Bei den Jüngsten der U8 siegen die kleinen OSC-Monster und in der Altersklasse U10 erreichen die Löwen des TSV Zehlendorf 1888 die meisten Punkte. Die Frösche der RSV Eintracht Berlin krönen sich in der U12 zu Siegern. Gemäß dem Motto "Gemeinsam Freude an Bewegung" erhalten aber alle Teilnehmer eine Medaille zur Erinnerung. Nach diesem ereignisreichen Tag fallen die Kids sicherlich erschöpft ins Bett und träumen schon vom nächsten Hallen Kids Cup. Das Beste war, wir haben uns sehr doll angestrengt und dafür würden wir erster Platz. Die Kids waren extrem gut drauf, man hat es gemerkt, die waren hungrig, endlich mal wieder so einen Wettkampf zu haben und wir haben uns gefreut, dass wir diejenigen sein durften, die den organisiert haben. Sind Sie gerade dabei, mit Ihren Kindern Aktivitäten für die Osterferien zu planen? Dann notieren Sie sich gern den 2. April 2023 im Kalender. Denn dort laden die LG Nord Berlin und der SC Tegeler Forst zum Frohnaulauf für die ganze Familie durch die schöne Gartenstadt im Norden Berlins.